Ja, hallo und willkommen hier zur 36. Folge City Skylines auf meinem Kanal. Ja, heute werden wir uns mal wieder ein bisschen um unsere Stadt kümmern. Wir haben ordentlich Nachfrage, die werden wir heute mal befriedigen. Ansonsten müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen geguckt. Wenn wir das hier alles zubauen, werden wir definitiv nochmal eine Autobahn brauchen. Da ist jetzt die Überlegung, hier rum eine zu bauen. Eventuell sogar dann als, ich sage jetzt mal, Sackgasse. Müssen wir mal gucken, oder wir bauen hier auch noch ein Kreuz und machen das so. Müssen wir einfach mal überlegen, wie wir das dann am besten machen. Weil es wahrscheinlich sogar Sinn machen würde, das hier relativ zeitnah erstmal die Autobahn zu bauen. Ich glaube, das werden wir heute machen. Wenn wir sagen, wir bauen hier ein Kreuz, ziehen das hier hoch, eventuell hier noch. Ja, so werden wir das machen. So machen wir das. Wir werden eine neue Autobahn bauen. Und zwar werden wir das so machen, dass wir hier das erstmal so bauen. So. Dann den Roundabout-Builder. Radius ist mit, machen wir mal 80. Wie sieht das aus? Gucken wir mal. Ja, 80 ist ausreichend. Das machen wir natürlich mit einer entsprechenden Straße. So. Dann bin ich am Überlegen, wie wir das jetzt machen. Ob wir hier wieder eine Hochbahn, also so wie hier drüben, die ganze Zeit so eine Brücke bauen. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann können wir nämlich hier, das werden wir so machen. Dann heißt es, dass wir das Ganze so bauen werden. Auf 10 Meter hoch. Okay, das sieht richtig bescheiden aus. Heißt, wir machen das so. Und bauen das hier so. So, das sind keine 10 Meter hier drüben. Minus 2 Meter wollen wir auch nicht. Wir wollen 10 Meter. So, da drüben ran. Dann. Halt. Machen wir hier mal eine Gerade nochmal. So. So und so. Genau. So, dann. Das werden wir aber hier natürlich dann dreispurig bauen. Und das natürlich auch. So. Genau, dann können wir theoretisch. Ich mach mal kurz fürs Thumbnail. Eventuell mache ich mal das nämlich. Mache ich da mal wieder ein schönes Vorher-Nachher-Bild. Muss ich mal gucken. Dann können wir das hier geradeaus erstmal ziehen. So. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ich würde, glaube ich, das Kreuz in die Region hier ungefähr setzen. Dann könnten wir theoretisch hier so gerade rum und hier so in die Ecke ungefähr rein. Ich denke, das sollte passen. Dann bauen wir die hier rum und hier erstmal unterm Flughafen durch. Ich denke, so würde ich das machen. Heißt, wir ziehen das hier erstmal nochmal durch. So, es wird einfach eine ewig lange gerade Autobahn. So, dann kommt hier das weg. War? Ah, ist ein bisschen zu weit. Also noch in die Richtung. Und jetzt wäre noch eine gute Sache. Können wir das als Ganzes anheben? Ja, sehr schön. Aber so hoch wollen wir es gar nicht.
Wir machen das so. Ja, es passt nicht ganz, ist aber okay. Setzen wir so hin. So, dann ist das ganze Kreuz an sich erstmal angehoben, das passt so. Dann machen wir das hier so ran. Das ist okay. Das führen wir hier auch ran. Ah, ist auf 12 Meter jetzt. Okay, das ist aber okay. So, dann. So, genau, dass das auch richtig rum ist. So. Und hier machen wir natürlich wieder das. Zweispurig. So. Gut, dann geht es jetzt hier unten weiter. Und zwar erstmal wieder die dreispurige Autobahn. Jetzt müssen wir mal überlegen, wenn wir das hier so hinsetzen, dann kommt das von hier so an. Kommt hier so an. Und so würde ich es auch. So, genau. Dann. Nee, so. Das bauen wir so. So. Dann das machen wir so. Hier natürlich das nur einspurig, ist klar. Nein, nicht falsch rum, nur so rum. Gut, dann haben wir das. Das drehen wir um. Und jetzt müssen wir das Ganze noch mit dem hier drüben verbinden. Und zwar hier die Abfahrt. Die machen wir mal hier so hoch auf. So, genau. Und dich machen wir hier mal auf 12 Meter. Okay, so, ja, den Pfeiler ziehen wir noch weg. So, und dann passt das. Genau, dann müssen wir hier natürlich das Ganze auch nochmal zweispurig machen, ist klar. So. Und dann haben wir hier ein wunderbares Autobahnkreuz. Und können das jetzt hier verbinden. Und zwar werden wir das so machen, dass wir hier erstmal nur gerade ziehen. So. So. So machen wir das. Gut, dann. Hier drehen wir das Ganze um. So, perfekt. Und schon steht.
steht die neue Autobahn, wie wir das dann hier mit den Anschlussstellen etc. machen, das lassen wir noch. Den Teil hier würde ich noch freilassen. Das entscheiden wir dann, wie es wird. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ab wann dann hier die ersten Autos langfahren. Aber ich vermute mal, dass das nicht allzu lange dauern wird. Gut, dann machen wir jetzt auf jeden Fall hier hinten weiter. So, einmal hier geradezu. Ach Mann. Ist das hier irgendwie auf null, bitte? So. Genau, okay, dann. So. Dann können wir hier auch ab. Okay, das scheint aus irgendwelchen Gründen hier nicht rechtwinklig zu sein. Achso, hier ist der Knick. Das ist nicht schlimm, den kriegen wir wieder hin. Genau, und schon passt es. Sehr gut. Das machen wir hier so. So. Dann kommt die weg. Und dann so. Komm, wir fahren hier schon Autos? Kam doch gerade was. Na gut, dann habe ich das wohl geträumt. So, machen wir weiter. Ich würde hier in dem Viereck nochmal Industrie bauen. Einfach, um ausreichend davon erstmal zu haben. Wir werden, ja, denke ich mal, sowieso früher oder später noch mehr brauchen. Wir haben ja ein kleines bisschen Nachfrage, haben wir ja sogar noch. Aber ich denke mal, dass das, was wir bis jetzt haben, auf keinen Fall ausreichen wird. So. 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 Dann machen wir hier noch einmal eine Querstraße und daran. Gut, und Industrie. So, hier alles voll. Dann könnt ihr hoffentlich genügend Waren produzieren. So, natürlich machen wir dann hier auch nochmal ein paar Dienstleistungsgebäude hin, damit die auch bauen. Parkplätze. Was haben wir noch? Feuerwehr haben wir. Krankenhaus haben wir. Das kann hier auch eins hin. Polizei kann hier auch ein Gebäude hin. Sehr schön. So. Genau. So passt das erstmal. Hier kommen auch die ersten Autos. Das ist schön. Das entlastet so ein bisschen hier drüben alles. Das ist auf jeden Fall erstmal nicht negativ, beziehungsweise nicht schlecht. Hier die Ampel machen wir weg, die Ampel machen wir auch weg. Und dann sollte das erstmal alles seiner Wege gehen. Hier die Industrie baut sich auf, das ist gut. Dann können wir hier drüben weitermachen. Wollen wir natürlich nicht noch mehr Industriestraßen bauen. Das wären hier dann jetzt normale Straßen, wenn man es genau und auch normale Straßen sind. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So. Genau, dann hier auch noch. Baustil behalten vorbei. So, dann hier auch. Wobei das hier in der Mitte wahrscheinlich auch nochmal eine durchaus eine große Straße bzw. eine Hauptstraße werden könnte, aber da gucken wir dann einfach mal, wie es verkehrstechnisch so läuft.
So. So. Und weil wir ja ein bisschen an die Wege auf die Wege achten wollen, werden wir hier auch mal ein paar Wege wieder bauen. Und zwar. Bauen wir das so, dann hier runter. So. Genau, und das gleiche machen wir hier drüben auch. Ne, das machen wir auf der anderen Seite. Dann haben sie hier auf jeden Fall erstmal genügend Möglichkeiten zu laufen, können direkt rüber zum Krankenhaus. Ich denke mal, das wird nicht schaden. So. So. Und so. So passt das. So können sie dann erstmal laufen. Gut, dann Gewerbegebiete werden benötigt. Bauen wir sehr gerne. Erstmal hier in den Bereich. Der Rest wird voll mit Wohngebieten. So, werden auch direkt gebaut. Sehr schön. Wie sieht es mit unserem Industriegebiet aus? Das wächst auch. Also sollten so langsam auch wieder genügend Waren bei uns vorrätig sein. Was sagt denn unser Import? 17.000. Das ist echt enorm, was wir hier importieren. Der hier, was ist das hier für ein Problem? Nicht genügend Rohstoffe, ja. Das müssen wir alles. Theoretisch wäre es vielleicht doch sinnvoll, auch noch ein paar Rohstoffe mehr hier zu produzieren. Was brauchen wir noch? Wir haben hier hinten, was ist denn das hier? Das ist, was ist Öl, es ist Landwirtschaft. Und ich bin eigentlich der Meinung, genau, Erz haben wir auch. Was ist denn dann Öl, Landwirtschaft, was haben wir noch? Agrar. Nee. Landwirtschaft. Ach, Forst. Forst hätten wir noch, aber Forst wird nicht gebraucht. Was wird denn am meisten importiert? Ach doch, Forst wird auch ganz schön importiert. Aber hier jetzt so mittendrin Forstgebiet ist auch nicht die Lösung. Dann würde ich sagen, machen wir hier dann noch ein Forstgebiet in dem Bereich. Genau, das heißt, dass wir das auf jeden Fall aufforsten müssen. Nee, wo ist denn hier Forst? Hier. So, dass das hier auch vernünftig aufgeforstet ist. Dann kann das hier nämlich dann Forstgebiet werden. Das werden wir dann so machen, auf jeden Fall. Wir müssen dann immer wieder ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen noch was bauen. Aber erstmal soll hier oben die Industrie noch wachsen. Wenn die dann steht, dann ist das nächste dann auf jeden Fall Forstindustrie, was gebaut werden muss. Und was wir bauen werden. So, dann machen wir bis hier. Kommt hier nochmal Gewerbe hin. Und hier kommt auch nochmal Gewerbe hin. Da lassen wir frei. Sehr gut, so machen wir das. So, gut, dann müssen hier auf jeden Fall wieder Schulen hin. Oberschule, Schule wird auch wieder vom Bedarf her benötigt, das ist gut. Können wir hier unten noch eine hinsetzen.
Und eine Uni? Da können wir auch eine. Können wir auch eine hinsetzen? Dann haben wir da auch mal wieder eine mehr. Gut, dann ist da auch erstmal wieder kapazitätmäßig einiges vorhanden und Puffer. Gut. Dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.